reingehen würde. Was? Es speichert und dann hat es so komische Musik oder Krach gemacht und dann bin ich gleich ins Menü. Ja, ich drücke auch die ganze Zeit immer Pause. Was ist los hier? Das stimmt ist voll neu. Das, sonst hatte ich das noch nie. Okay. Und ich bin immer noch im Menü. Okay. Aua! Ja, was denn? Spielt ihr heute durch, fragt der Kevin. Ich habe dann vorhin mal geschrieben, mal schauen. Keine Ahnung, wie lange das hier dauert. Ich heule hier gleich, weil ich immer die Scheiße abkrieg und die Haar und du voll das Blümchen hier. Ja. Du gehörst mir. Ja, wohin jetzt? Kann sich verstecken. Ich bin jetzt hier gleich geradeaus. Ich bin nach links gerannt. Achso, okay, ich bin nach links gegangen. Okay. Ich weiß nicht, ob der jetzt hier noch rumrennt. Okay, wo bist du? Kommt er? Ich bin nach links gegangen, keine Ahnung. Bist du geradeaus gegangen? Nee, ich bin gleich in die. Ach, da links! Ah, okay, hier bin ich jetzt auch. Der Scheiße, da kann man ja rumgehen. Nein, da gibt's nichts. Okay, also, Isa, ich bin jetzt in dem Raum geradeaus, bin ich jetzt reingegangen. Du kannst doch nach links gehen. Doch, links kannst du die Tür öffnen. Echt? Ja. Du gehst links in den schmalen Gang. Ja, aber rechts die Tür kannst du dann öffnen. Ja, ist von mir aus jetzt links, wo ich stehe. Ja, aber da ist nichts drin. Ach so, okay, gut. Hätte es ja sein. Denn in den... Au, Mann, diese... Was da? Oh, guck mal, du kannst hier hochklettern. Ich kletter mal hoch. Ich weiß nicht, ich habe gerade irgendwas gehört. Da ist jemand runtergefallen. Ja, ich habe gerade gehört, dass irgendjemand... Ja, und was ist in dem hell beleuchteten Raum? Keine Ahnung. Gehen wir gucken. Wir gehen gucken. Ich bin drin. Oh, die Lampe wackelt. Okay, schön. Oh, wie schön das ist, alle Finger zu haben. Noch. Hier, das ist eine Kirche. Und ich habe ein Dokument gefunden. Hinterm Altar. Jo. Okay, habe ich auch. Ja. Oh, Notizen. Moment, Gott und Familie. Du oder ich? Komm, noch ein Versuch. Also. Auszug einer Aufnahme von Dr. Bruce Newhouse. DR Angestellter im Mount Massive Hospital. 1958 bis 1965. Pfarrer Clark, es liegt mir fern, einen Mann Gottes zu belügen. Also lassen Sie mich sagen, dass ich mein Bestes tun werde, um die Sicherheit Ihrer Arbeitsumstände zu verbessern. Ich und der Rest der Angestellten wissen all die Dinge, die Sie für uns tun, wirklich zu schätzen. Und sollten Sie sich von jemandem bestimmten bedroht fühlen, lassen Sie es uns wissen. Wir können dann entweder die chemische Fixierung verstärken, eine Lobotomie durchführen oder eine ähnliche beruhigende Prozedur. Bitte unterschätzen Sie den Wert Ihrer Messen für unsere Patienten nicht. Unsere Patienten benötigen die Kraft und den Halt von Gott und Familie. Vor allem, wenn man die Tiefe und die notwendigerweise chaotische Natur der Hypnotherapie betrachtet. Nicht alle unserer armen Schäfchen haben eine Familie, an die sie sich wenden können, und somit fällt diese Last und diese Berufung auf sie.
Wir alle bauen auf ihren Glauben und ihre harte Arbeit. Diktiert, aber nicht gelesen, Dr. Newhouse, DR, 20. Mai 1991. Guck mal, überall sind die gleichen Bilder an der Wand. Das ist gar nicht eingebildet. Mm-mm. So, Exit. Geh jetzt an Exit. Ja, kann man nicht öffnen. So. Geht nicht. Okay, also die Leiter nach oben. Hüpf. Okay, dann können wir da eins höher gehen, wenn wir wollen würden. Mhm. Wow, da ist ein riesengroßer Schacht. Da ist er runtergefallen. Jo, wir müssen hier nach oben springen. Nach oben gesprungen. Oben. Ich höre blöde Musik. Ich auch. Noch eins nach oben gesprungen. Hüps. Hüps. Noch eins nach oben gesprungen. Oder nicht. Jetzt. Warte. Hä? Um die Wand am Gehen. An ach so. Der Wand entlang. Bin dabei. Erste Ecke. Auch überstanden. Oh, ich höre blöde Musik. Ich auch. Der Geist. Ich kann nicht, ich bin nicht so schnell. Nein, 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 nein. Was war das? Oh nein, da kann ich nicht lang, da kann ich nicht lang, da kann ich nicht lang. Au, 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 au. Uff. Nee, es geht nicht höher. Hä? Ah, okay, ja, aber durch den Schacht. Gibt's hier was zum Sammeln. Ich habe jetzt nichts gesehen. Ja. Gehst du durch den linken oder durch den rechten Schacht? Man kann doch nur durch den eingehen. Ich weiß. Habe ich gerade auch gesehen. Oh, ich nochmal zurückgelaufen. Aber es sieht ziemlich tief aus. Okay, da sind Kisten. Oh, ich bin runtergesprungen. Okay, ich komme auch. Oh, das ist eine Batterie. Ich sehe gleich die Batterie. Ja, ich auch, aber da kommen wir nicht hin. Ich möchte da aber hin. Komm her. Vielleicht rollt sie ja zu mir. Wingardium Leviosa. Oh. Neue Batterie. Was hast denn du eine neue Batterie gefunden? Nein, ich hab gerade eine reingemacht. Ach so. Hier gibt's. Okay, bist wir du können schon uns wieder verstecken. Nee, aber es ist ja, so dunkel. Es geht nach links. Das ist hell. Ja. Und ich höre schon wieder irgendwas quietschen. Ich gehe jetzt die Treppe hier runter. Ja, es geht nach rechts und nach links. Geh nach links. Okay. Ich habe irgendwas gehört. Ha! Ich habe die Batterie. Du bist ein Ficker, bist du. Ich bin in den Spind gegangen. Tschö! Bist du auch nach links gegangen? In den dunklen Gang? Ja, ich habe jetzt auch die Batterie. Und ich gehe jetzt aber weiter. Jetzt hier schon wieder der komische Affe vor meiner Linse steht. Ich raste aus. Ich werde, weiß ich nicht, zum Hulk. Dann werde ich groß, grün. Also, hast du die Batterie? Mhm. Ich bin jetzt hier, wo das Licht ist. Ja, warte, warte, warte. Ich komme mit. Ich sehe einfach gar nichts. So, okay. Wenn der geht, das patscht immer voll so. Platsch, 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 platsch. Ist es dir... Okay, bist du jetzt durch den hellen Gang schon gegangen? Ja, und wenn du ein bisschen weiter gehst, dann hörst du auch wieder, dass er wieder seine kleine süße Säge hat und dann wieder irgendwie damit rumspielt und er ist doch noch da. Und oh mein Gott, er war noch nie so nervig. Nicht mal der Doktor war so nervig in Outlast. Okay. Er ist voll der Ficker. Ich gehe jetzt weiter. Er hat aufgehört, mit seiner Säge rumzuspielen. Ich gehe jetzt weiter. Ich gehe langsam, glaube ich, eine Stufe hoch. Gehe die zweite hoch. Man kann sich hier wieder verstecken. Ist ein großer Raum. Oder? Wo? Nee, man kann sich hier nicht verstecken. Ich glaube nicht, dass man das hier verstecken kann. Nein, es ist wieder ein Gang, wenn du weitergehst. Okay, ich bin jetzt hier auch drin, ne? Ich bin jetzt wieder hier unterm Schreibtisch. Man kann nicht nach... Wow, 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 wow. Was? Ich höre ihn. Ich höre ihn.
Wo bist du? Ich weiß nicht, wo er ist. Ich bin wieder zurück unter den Schreibtisch gerannt. Da sitze ich jetzt auch. Also ich bin weitergegangen und wollte dann links in den Gang und dann habe ich das gehört und bin wieder weg. Wieso kann ich keine Drohne vorschicken? Ich habe Angst. Ich habe Angst und ich habe Angst. Ey, Eva, ich hatte auch noch nie das jetzt so sehr, dass ich so Schiss hatte. Also so extrem, weißt du? Noch doch, nie. Also bei dem Doktor mit der Schere, da hatte ich so mega Schiss, ne? Nee, da, von dem da war mit ich der ganz. Säge ist jetzt nicht ganz so tragisch, aber mit. Und bei mit mir der ist es Schere genau andersrum. Ich hatte so Schiss, ich hatte so Schiss. Okay, also Isa, ich gehe jetzt hier raus. Ich gehe jetzt diesen Gang lang. Okay, ich komme mit. Oh, ich sterbe. Aber es geht auch nach rechts. Nein, geht's nicht. Okay. Scheiße, ich höre ihn. Wir sind fast draußen. Oh, die rennen alle, glaube ich, weg vor dem. Heißt, es geht nach rechts und nach links. Wo bist du reingegangen? Nach links, blöderweise. Neurologie steht da dran und hier steht Bücherei. Bücherei, ich bin in die Bücherei gegangen. Was machst du? Ich bin da jetzt auch und meine Batterie ist jetzt alle. Mann! Okay. Da ist jetzt eine Tür, die ist mega aufgestoßen worden, ja. Ich würde da jetzt eigentlich reingehen. Was? Es speichert und dann hat es so komische Musik oder Krach gemacht und dann bin ich gleich ins Menü. Ja, ich drücke auch die ganze Zeit immer Pause. Was ist los hier? Das ist voll neu. Sonst hatte ich das noch nie. Okay. Und ich bin immer noch im Menü. Okay. Fuck, aua! Was denn? Mann, er ist da! Oh, fick dich doch in dein Knie! Ich weiß nicht, wo lang. Was ist der denn da? Mann, fick dich! Was ist der denn da? Halt die Fresse! Ich renn jetzt ganz zurück in die Spinddinger da gedöns. Lauf, 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 lauf. Also der ist hier links, ja? Nee. Nein, ich bin in der Bücherei und dann bin ich ein bisschen weiter und dann habe ich dir auch gesagt, ich bin im Menü und habe das Menü weggedrückt und dann war seine Fresse schon wieder da. Ich weiß nicht, wohin dann. Ich habe da nichts renn, gesehen. Renn, 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 komm schon. Renn, renn, renn. Geh da durch. Wo durch? Die findet schon wieder okay, die ganzen Ausgänge. Also, scheiße, wir sind richtig. Die Bücherei ist richtig gewesen, Isa. Scheiße. Ach, okay, weißt du, wo ich bin? Ja, ganz hinten. Im ganz hinten? Bei der Batterie. Bei dem Spind, genau. Ich sitze im Spind. Also, Isa, folgendes ist. Ich bin dann auch weitergegangen und dann speicherte es. Mhm. Und dann habe ich den schon gehört. Also bin ich um ein Regal rumgelaufen. Hab dann mit der Kamera geguckt und dann kam der auf mich zu, also habe ich die andere Seite vom Regal genommen und bin einfach den Gang gerannt, gerannt, gesprungen, gerannt, gerannt und durch einen Schlitz. Und jetzt speichert es gerade und ja. Ist okay, Eva. Ist okay. Am liebsten würde ich jetzt nichts mehr machen. Oh, fuck, ich weiß jetzt, wenn du bei willst, mir können wir jetzt auch Nee, du bist viel weiter als ich. Nein. Ja, okay. Komm zu mir und wir machen Zappenduster. Ist okay. Ich weiß nicht, wo der ist, ne? Ich weiß nicht, wo der jetzt hier rumrennt, ne? Wo ist der denn? Dieser Wichser. Der ist da doch immer noch bestimmt in dem Gang, wo ich eigentlich auch jetzt rumrennen muss. Oh. Wie oh? Nix.
Durch dieses Vorgegaukelte. Ich bin nur ins Klo gegangen und hab geguckt. Oh. Mhm. Oh, ich, und dann habe ich eine Notiz bekommen. Ich sterbe jetzt. Nein, hier, du stirbst nicht. Ich sehe mir deinen Stream an und helfe dir. Guck ihn dir an. Eva. Das war schon wieder diese Musik. Ich sehe immer nur, dass du auf Pause drückst, ja, Mann. Hatte ich doch jetzt. Weil diese Musik da war, diese Musik. Und die Säge. Eva, die Säge. Lauf mal in den linken Raum, da waren wir nicht drin. Nein, aber erst rechts mit seiner Säge. Da war ich schon. Und dann, ja, dann dachte geh ich doch so, in den linken Raum. Aber dann kommt er auch hinterher. Vielleicht. Halt die Fresse. Nein, ich bin gerade voll im Abfuck. Boah. Komm, nimm mich! Nimm mich! Er hört wieder auf zu sehen. Wo bist du denn hier lang gelaufen? Ich glaube, direkt er kommt. Nach links. Und dann geradeaus! Einfach direkt rennen. Ja, renn. Spring. Okay, ich bin im Seitenschlitz. Auch irgendwo. Und dann? Und dann bin ich direkt nach links, weil du nirgendwo anders hin kannst. Doch, du kannst. Ach so, ja. Und dann? Das war's. Jetzt speichert es. Doch, da ist noch ein WC. Und jetzt nimmst du deine. Genau, und jetzt nimmst du deine Kamera und filmst das und öffnest die mittlere Tür, bitte. Okay, habe ich unterschiedliche Auswirkungen. Hast du? Mhm. Dann werde ich es dir jetzt vorlesen. Lisa, oder wer auch immer das hier findet, sei dir bewusst, dass Murkoff Monster erschaffen hat. Ich habe die Patienten nie wieder gesehen, nachdem sie die sogenannte Therapie dieses Deutschen durchlaufen haben. Der Antrieb. So viel schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe. Sie mögen noch Menschen sein, aber irgendetwas wurde aus ihnen herausgerissen. Und zu viele andere Dinge wurden hineingestoßen. Sie waren nicht alle Mörder. Sie waren krank. Aber keine Killer. Murkoff macht sie ja zu Monstern. Dr. Roast sagte, der Antrieb habe unterschiedliche Auswirkungen. Die unterschiedlichen Resultate zu wechselhaft, als dass man irgendeine Vorhersage machen könnte. Ich dachte, es sei die Kantinengeschnatter. Raouls endloses Gerede. Ich hätte zuhören sollen. Eva? Ja. In Anführungszeichen. Hört man, dass ich die Anführungszeichen sage? Auf, Dr. Ross sagte, Antrieb, bla bla bla, habe unterschiedliche Auswirkungen. Ich find, man hört, dass ich das in Ausrufezeichen sage, oder? Ja. Ich hoffe es. Aber es ist klar, dass es wieder ein Deutscher war. Mhm. Kein anderer macht so geniale, kranke Experimente. Außer wie Deutsch. Okay, ich mach wieder die Tür zu. Tüdelü. Viel Spaß noch, aber ich mach die Nebentoilette auf. Gibt's hier was? Also ich hab nichts gefunden. Okay, ich geh jetzt. Oh, du kannst hier wieder die Tür öffnen. Eva? Ja. Tür aufmachen? Tür geöffnet. Okay, aufgestoßen. Okay, du kannst da durch so ein zerrissenes Ding wieder gehen und nach. Ja, das war's eigentlich. Nach links kannst du gehen. Und nach rechts. Ich gehe nach rechts. Ja, hatte ich gerade auch gedacht. Hier ist eine Batterie. Oh Gott sei Dank, meine Batterie ist schon da an, ne? Sammel sie doch bitte auf. Okay, da ist wieder eine Schleuse, die kaputt ist anscheinend. Also müssen wir nach links. Nee, müssen wir gar nicht, oder? Nee, doch. Doch, das ist der einzige Weg. Entschuldigung, hast du dich auch gleichzeitig? Ja. War das jetzt? Ja? Gut.
Drehe das Gas ab, um den Zugang zur Luftschleuse zu bekommen. Ja, ich brauche noch eine Weile. Bin ein bisschen schreckhaft heute. Heute bin ich extrem schreckhaft. Okay, wir müssen hier wieder durchspringen. Ja, ich sehe es. Und geht's geradeaus und wahrscheinlich links noch lang. Ich stehe immer noch vor dem. Ich habe Angst, Mann. Ich komm da nicht durch, ich bin zu doof dafür. Doch, ich bin jetzt drauf. Ich bin jetzt hier drin. Die Tür ist wieder offen. Also angeklappt, links. Bist du nach links? Ja, ich glaube, ich gehe jetzt nach links. Irgendwo klopft irgendwas. Nee, selber klopft nicht, geh woanders hin. Scheiße, das ist da, glaube ich, oder? Haha, dann gehe ich jetzt nicht dahin. Er ist lieb. Ist mir doch egal. Gibt es da eine Batterie? Scheiße, ich muss da lang gehen. Haha, ich habe ein Dokument gefunden und du nicht. Wo? Auf dem Schreibtisch. Da geht's nicht weiter. Geradeaus. Echt? Hm. Der hämmert mit dem Kopf gegen die Dinger. Schon wieder so einer. Okay, also bist geradeaus ist nichts. Nein. Ah, da. Okay. Hab es. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4. 4 hast du doch auch, oder? Mit dem. Dokumente? Ja. 4 Dokumente und eine Notiz. 4 Notizen. Was? Warte. Okay, ich habe 3. Ich dachte, eine habe ich verpasst. Okay, weniger bekannte ökologische Aspekte der Menschheit. Okay. Ja, bitte. Ich? Okay. 7. Beeinflussung menschlichen... Oh, ich kann auch nicht lesen. 7. Beeinflussung menschlichen Verhaltens. Der potenzielle Einsatz von Psychochemikalien in politischen motivierten Operationen ist wohl bekannt. Jedoch wurde diese Möglichkeit nicht so intensiv und nachhaltig untersucht, wie man annehmen sollte. Die Chemieabteilung beinhaltet sie als Teil ihres Plans, um darauf vorbereitet zu sein, eine solche Aktion zu unterstützen oder zu ermöglichen. Nicht chemische Methoden für den Einsatz bei politischen motivierten Operationen, ey, was ist das, sind ebenfalls im Plan enthalten. Anmerkung J. Lorber, 15. April 1958. Der vorhergehende M-Kultra-Auszug muss der Abteilung für den technischen Service vorgelegt werden. Um die Finanzierung und Genehmigung zur Weiterführung der Forschung von Dr. Rudolf Wernicke, Asset 14866 und Projekt Wallrider fortzusetzen. Autopsien der erlangten Versuchsobjekte wiesen chemische Inhalte in den Körpern auf. Metallische Tumore. Hinweise auf subdermale Verbrennungen, was auf hohe Dosen von Psychochemikalien hinweist. Siehe Hinweis 92387 HS Berlin, 6. September 1938. Sogar Berlin. Ey, was zur Hölle? Aber ich würde gern wissen, wie lange die das gemacht haben. Also Tumore brauchen eigentlich ziemlich lange. Ja. Mhm. Ja, deswegen ja. Wäre mal lustig rauszufinden, wie lange die das gemacht haben oder so. Mhm. Aber wir müssen jetzt dahin, wo du warst. Lisa, wie lange spielen wir schon? Ich weiß nicht, aber wir können nicht mehr vorlesen. Wieso nicht? Weiß ich nicht. Ach so, ja. Ja, wir können allgemein können wir nicht mehr vorlesen, richtig. Ja. Das war so. Voll beabsichtigt. Sagst du. Also links sind so blinkende Lampen. Und eine zwar blinkt. Leuchtet da eine, ja genau, E237. Ja, ich glaube, die müssen wir uns merken. Dass das irgendwas zu heißen hat. Genau. Ja. Ich merke mir E2 und du merkst die 37. Warum? Weiß ich nicht. Wette, das ist irgendwas, müssen wir eingeben und irgendeiner jagt uns und da vergisst man das bestimmt schnell. Okay, also ich öffne diese Kacktür. Ich auch. Auf. Glitsch. Oh, ist das ein dunkler Weg? Es ist dunkel, natürlich. Was denn sonst? Aber da kann man, glaube ich, nicht rein. Doch, man kann da rein. Und wie man da rein kann. Ich bin jetzt hier drin, ne? Da gibt's noch eine...
Nee, da hämmert er gegen, glaube ich. Oh, die kann man auch aufmachen. Ja, dann mach das doch. Okay. Aufgemacht? Nee, die kann man gar nicht öffnen. Natürlich. Und die nächste meinst du? Oh, das okay. ist ein langer Gang. Ich gehe mal. Ich gehe zurück. Rechts ich glaube. Oder links? Na, ich gehe zurück. Nee, hier da. Da stehen Ach so, die da Namen, kann man nicht aufmachen. Die Nummern der Türen. Ja. 37. Ich dachte, man kann müssen wir jetzt nach links oder nach rechts? Wir müssen nach rechts, glaube ich. 237. Wir müssen nach rechts, Isa. Ja, wir müssen nach rechts. Bei der Nummer 229. Also ich gehe jetzt nach links und öffne jede Tür, habe ich mir gedacht. Ich bin jetzt hier rüber. Boah, ich bin schon wieder im Menü. Warum? Weil ich über dieses Bett gesprungen bin und jemand hat gesagt, I can smell you. Also deswegen habe ich mir so gedacht. Oh, guck mal, hier oben ist so ein. Cool. Wieso Was kann? Ist das hier warum? Mal? Warum findet nicht dich niemand und so und mich bin ich bin nein. Also Isa, ich bin ganz nach links gegangen, weil ich gedacht habe, ich kontrolliere jetzt einfach jeden Raum. Und dann ist in diesem Raum ein Schacht. Mhm. Das ist schön. Das hätte ich vielleicht vorher wissen müssen, bevor ich über dieses Bett springe. Ja, aber hier ist nichts drin. Fuck! Aua! Ich kann die nicht öffnen. Oh, ich bin tot. Ich werd sterben. Lass mich doch durch! Wieso? Ich bin tot, weil rechts genau unser süßer Freund ist mit der Säge. Wieso das gibt's da Schächte? Oh, er hat mich immer noch gesehen. Ja. Krieg mich! Krieg mich! Oh, ich werde doch schon wieder sterben. Ich gehe jetzt unter das Bett und warte. Bist du schon tot? Nee, ich bin gleich in den Raum gerannt und da oben sind auch Schächte, da kannst du dich verstecken. Ja, und dann kommst du in den nächsten Raum. Nee, ich nicht. Ich komme dann leider nicht rüber. Weil ich in einem ganz anderen Raum bin wie du. Ich sehe den nicht. Ich habe die Tür zugemacht. Oh, er hat die Tür schon eingeschlagen. Was geht denn bei ihm? Ich bin in den nächsten Raum, aber da sind Betten. Und dann habe ich mich versteckt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich möchte nicht weiter. Oh, die Musik ist so mega extrem laut. Ja. Aber ich höre ihn und sehe ihn auch nicht. Ich gehe jetzt weiter. Ich kann bei so einer dramatischen Musik nicht einfach weitergehen. Geh hoch! Du Arschloch! Wo bist du denn jetzt hochgegangen? Ich bin in den Raum, wo die Lampe blinkt. Ja. Und dann... Dann hat der gesagt, hat er irgendwas gesagt und ich habe die Säge gehört. Aber ich sehe ihn nicht. Ich weiß nicht, wo er ist. Oh, ich hasse dieses Spiel. Scheiße! Entschuldigung, ich habe mich ja mega erschrocken. Hast du eigentlich weiter aufgenommen? Lisa? Ja. Ey, bei mir ist nur dramatische Musik, es hört nicht mehr auf. Ich habe noch nicht mal die Tür offen. Geh auf meinen Stream und du hörst einfach diese dramatische Musik, die nie wieder aufhört. Die ist immer noch! Ich bin in diesem Raum. Ich bin in diesem Raum. Ist ein Schacht gewesen und weil ich die Säge gehört habe, bin ich direkt hochgesprungen, so schnell wie es ging. Ja. Wobei ich allerdings 5000 Mal neben das Bett gesprungen bin, muss ich jetzt dazu sagen, weil ich ja nicht springen kann. Warum auch immer. Oh, ich mach die jetzt auf. Dann gehe ich weiter und dann bin ich gefallen. Ich hab ihn auch gehört! Du Wichser! Bin jetzt auch da in diesem Scheißschacht und jetzt so? Ich geh einfach weiter. Geh weiter. Ah!
Geh schnell unter dein Bett. Ja, und er zieht mich jetzt bestimmt wieder vor. Ich habe jetzt gerade heute so ein scheiß Nicht-Glück.